Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Factorio und wir spielen wieder C-Block. Ich weiß nicht, warum das immer Skyblock sagen will. Ja, wir haben ja da beim letzten Mal überlegt, das umzubauen und das werde ich auch tun. Das heißt, die kleinen Knickis verschwinden hier schon mal. Und dann kommt jetzt dann hier die Maschine hin. Das kann alles weg. Das kann auch hinlaufen. So, okay. Dann heißt es jetzt als allererstes, du baust wieder Zellulose. Der. Haha. Okay. Dann mache ich dich dahin. Nein, mache ich nicht. Weil sonst mache ich mich selber weg. Ich mache dich dahin. Werde gleich sehen, warum. Gut, dann heißt es nach oben gehen. Und das, was ich am Anfang gedacht habe, gleich machen. So, dann heißt es jetzt, du gehst dahin, du gehst dahin. Und wir machen den Wechsel. So, da haben wir jetzt auch noch eine längere Strecke. Okay. Momentan, ich habe halt momentan sehr wenig Eisen. Es wäre zwar besser, wenn ich gleich eine Eisenkiste verwende, als eine Holzkiste. Ach, scheiß drauf. So, dann heißt es Eisenkiste. Dann heißt es, du nimmst von da und gibst nach da. So, da reicht mir nämlich dann einer statt zwei. Weil der schnell genug ist, das Zeug zu entleeren, als der das zu produzieren. Weil wir es gleich wissen. Ja, auf jeden Fall. Gut. Dann kann ich jetzt meine nächste Fabrik nehmen. Die kommt dann gleich hier hin, wenn ich nicht im Weg stehe. Ne? Selbe Prinzip. Du gehst jetzt dann von da, packst das da rein und du produzierst uns die Wood Pellets. Dann brauche ich nochmal eine Kiste. Und ich hole mein letztes Eisen. Also eine Reserve. Ja. Billige Jokes sind auch witzig. Okay, dann kommst du jetzt dahin. Und zwar, weil du ja jetzt dann auch hier hingehst. Und packst die Pellets dann hier rein. Genau. So, dann gehen wir jetzt dann mit der nächsten Fabrik hier hin. Und dasselbe Spiel wieder. Du gehst nach unten. Und du machst dann das. So, dann kann ich dich abbauen. Und auch wieder same procedure. Kommt der Ofen weg. Genau, ihr gebt euch jetzt gegenseitig die Kohle. Ihr seid doch ein wenig besoffen, ihr zwei. Genau. Dann haben wir wieder das da. Da kommt hier der Ofen hin. Packst wieder deine Kohle rein. Und dann kopieren wir mal das, dass das auch soweit funktioniert. Hervorragend. So. Und dann heißt es jetzt, diese Kiste kommt hier hin. Da kommst du. Dahin und dahin. Und ihr kommt mal weg. Und verteilt euch mal so. Okay, dann. Genau. Und du machst das so. Nein. Schmadi. Andersrum.
Du musst das alleine schaffen. Kleiner. So viel kriegst du aber auch nicht zu tun, dass du das nicht schaffst. So, dann packen wir erstmal jetzt hier die Kohle rein. Packe ich es jetzt wieder hier rein. Nimm dich wieder raus. Nimm dich wieder rein. Und pack mal so viel wie es geht. So, dann habe ich jetzt das. Da habe ich das. Und da habe ich das. Also da wird es erst schneller, wenn ich dann halt mehr habe. Kann halt sein, dass ich das auch machen muss. Aber dann muss ich mir das Gebiet sowieso komplett neu ausdenken. So. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal eine vernünftige Kohleproduktion. Der ersten Stufe, sage ich jetzt mal. Wir haben 25 Stahl. Heißt, ich nehme dich mal raus. Hau dich mal durch. Selbe Spiel auch hier. Danke. Können die schon mal als Produzieren anfangen. Jetzt ist er komplett im Keller. Juhu. So, was ich jetzt auf jeden Fall als allererstes brauche, ich brauche auf jeden Fall noch eine weitere Pumpe. Die wurde beim Water Increment Groundwater Bore. Ja, jetzt fehlen mir natürlich Basic Circuit Boards. Und die kann ich nicht bauen, weil... ich kein Kupfer habe. Mach doch eins. Hm? Ach ja, nee, ich hätte einfach nur... Er sagt mir nur, ich... Ja, hm. Alles gut, Dreck. Oder auch nicht. Ich habe jetzt gerade nur gesehen, dass da eine rote Umrandung dabei ist. Hätte einfach nur dran denken müssen. Ja, produzier's halt. Das heißt, ich brauche eine Eisenpumpe. Soll ich aber dann auch erst auswählen, wenn ich schon meine 5 Boards habe. Okay. Dann heißt es jetzt für mich auf jeden Fall, ich brauche jetzt von der Stromproduktion. Die ist, glaube ich, unter der Produktion drin. Genau. Da brauche ich jetzt Dampfmaschinen. Ich hätte mal gesagt, ich baue mal mindestens 2. Und ich baue einen Heizkessel. Ich muss es natürlich erstmal so machen, weil Hauptproblem ist natürlich, ich habe keine Ahnung, wie viele das ich aufstellen kann, muss, wie auch immer. So, ich kann jetzt dann bis da hinten hingehen. Wie gesagt, ich bin auch der Meinung, dass ich das dann so mache, dass ich da nach oben gehe. Ich mache das mal so. Weil, wenn ich jetzt dann hier entlang gehe, dass der die Produktion macht. Und dann geht er auch hier entlang und macht nochmal eine. Also, dass ich dann 4 Reihen davon habe. Ich bin der Meinung, dass ich das machen muss. Oder wir machen das gleich. Weil ich bin der Meinung, dass mir das nicht reichen wird. So. Ja, außer Reichweite ist klar. Pack mal rein, danke. So, dann heißt es nämlich, ich muss jetzt da noch bauen. Hier, hier und hier. Rechts, links, hin. Okay. So. Ja, nee, aber ja, jetzt ist jetzt gerade die Frage, dann vielleicht doch nur auf.
Wenn ich ein großes Lager hinten habe mit Stahl, also dieses 700er Stack-Lager da, glaube ich, oder was auch immer das ist. Ich habe jetzt gerade mal 36. Ich habe viel zu wenig Eisen. Grausam. 93 zugekriegt. Ja, nee, aber dann hätte ich jetzt gesagt, dann mache ich das jetzt auf jeden Fall so. Dann tausche ich jetzt diese und diese und diese Kiste auf jeden Fall durch Holz aus. So, dann packe ich jetzt dich und dich dahin. Und gehen wir mit dem Strom. Auch dahin. Wenn ich dann schon mache. Ach so. Und das ist mir Scheibenkleister egal. Dann haben wir jetzt eine zweite Zuführung nach drüben. Das ist ja das, was wir sowieso wollten. Super. Okay. Also, dann heißt es jetzt. Dreh dich. Du drehst dich auch und du drehst dich. Nee, das hat schon gestimmt. Das gehört ja so. Du kommst rein, du gehst raus, genau. Ha, das Problem wird jetzt nur sein, wenn ich jetzt dich dahin mache. Genau, woher will der das wissen, dass das dahin soll? Ha, ha, ha. Das ist doof. Das wird heißen, ich bräuchte die ganze Zeit Basic Belt Sorter, die dazwischen stehen. Und mir das die ganze Zeit dann nach oben und nach unten verteilen. Das ist jetzt auch nicht Sinn und Zweck. Gehe ich noch mal einen nach oben? Nee, das ist ja das Problem. Also schneller raus, schneller rein geht nicht als die. Nur das Problem ist halt, wenn ich jetzt hier zwei arbeiten lasse, die das rausnehmen. Und ich habe hier nur zwei, die Normalgeschwindigkeit haben. Dann heißt es für mich, das kann ich vergessen. Dann mache ich das jetzt komplett anders. Das heißt, ich gehe jetzt dann nach oben und sage zu ihm, er soll mir das machen. Genau. Also so. Dann habe ich jetzt zwar dann hier die ein bisschen falsch. Aber dann mache ich die da mal weg. Dann überlappt sich's, ist mir auch egal. Haben wir gesagt, das muss uns jetzt scheißegal werden. So, und dann heißt es, habe ich jetzt dann hier auch die zweite. Und dann ist das auch gut so. Die da oben kann ich lassen. Und da kommt jetzt dann sowieso noch eine zweite Linie hin. Oh Gott, der schaut ja aus wie Kraut und Rüben. Aber wie gesagt, wird noch tausendmal umgebaut. Ich kenne mich. So. Das heißt, jetzt haben wir hier eine zweite Produktionsstelle. Das da kommt dann sozusagen ganz nach hinten. Jetzt müssen wir hoffen. Nee, das hat nicht gereicht. Das würden keine. Das, oder? Ha! 52!
Es hat gereicht. Bau mir ein Warehouse. Okay, dann kann ich dich jetzt abbauen. Dann kann ich dich jetzt abbauen. Das Warehouse ist fertig. Da kommst jetzt du. Machen wir dich erstmal komplett weg. Da kommst du dahin. Da kann ich dich jetzt abbauen und dich als Kohle da reinschmeißen. Da kann ich dich abbauen und die Kohle auch da reinschmeißen. Ha. Nee, kann ich nicht. Ja, doch, kann ich schon, aber ist Blödsinn. Warum ist das Blödsinn? Ich habe gesagt, vielleicht kommt noch eine dritte und eine vierte Linie dazu, also nochmal dasselbe hier. Dann macht es natürlich überhaupt keinen Sinn, dass ich das Ding da unten hinbaue. Ja. Das war mal wieder clever. Das heißt, ich habe jetzt dann hier mein Förderband und dann hier auch. Ah, okay. Ne, der hat es auch schon drauf geworfen. Optimal. So, dann brauche ich jetzt auf jeden Fall nochmal Förderbänder. Herzlichen Glückwunsch, ich habe noch 28 Eisen. So, dann heißt es jetzt, du gehst dahin. Du gehst dahin. Du gehst weg. Du gehst dahin. Dann machen wir das jetzt erstmal provisorisch. Das ist mir jetzt wiederum egal. Dann heißt es jetzt, du gehst dahin, du gehst dahin. Du machst das so und du machst das so. Und dann habe ich da Kohle und es ist alles gut. Du kommst da rein. Das heißt, ich brauche nochmal zwei Knickarme. Ist natürlich nicht gut, weil Honky Tonk Man vergessen hat. Das so zu machen. Und es ist der Knickarm natürlich viel zu langsam. Ach Mann. Bräuchten jetzt da. Könnte ich zu dem sagen, du und du. Okay. Also, das heißt, du machst es so. Heißt es, wir haben schon mal auf jeden Fall doppelte Geschwindigkeit. So, dann heißt es jetzt, wenn ich jetzt dich mache, mach dich jetzt einfach mal gerade, pack dich jetzt somit nach oben. Dann sage ich zu dir, ich merke schon wieder, das wird schon wieder so ein Provisorium. Nein, falsch.
machst es dahin. Dann kommt das schon wieder falsch. Ach nee, doch, war richtig. War richtig. Da war ich jetzt falsch gelegen. Weil jetzt kann ich ja zu dir sagen, du sollst dann den da nach unten abgeben. Und zu dir sagen, du tust das da rein. Genau. Dann haben wir jetzt dann hier die Kohle. Und jetzt kann ich die Kisten abbauen. Und da reinpacken. Sehr schön. Dann kriegst du hier noch einen freundlichen Strom. Das heißt, wenn da irgendwann mal die Charcoal fertig ist, also da wird einiges, ich schätze mal, der wird irgendwo hier sein oder so. Wenn der Knickarm ist, erst immer nach unten rauscht. So, das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall. Also, nicht wundern. Das kann ich ja mal verbessern. Das machen wir so. Brauche ja nicht den machen lassen. Okay. Dann haben wir jetzt schon mal das soweit fertig. Wie gesagt, es geht noch eine Menge nach oben. Also stellen wir das auch als alles erstmal provisorisch auf. Dann weiß ich jetzt auf jeden Fall, ich brauche einen Heizkessel. Und den Heizkessel stelle ich jetzt mal so auf und dich lege ich so an. Baue mir jetzt meine ganzen Pipes. Und fange jetzt das Weinen an, weil ich überhaupt kein Eisen mehr habe. Lass mich wieder was produziert haben. Danke. Da rein. Da rein. Mach mir Eisen. Hurtig und schnell und viel. So, okay. So. Und da sowieso scheißegal ist und provisorisch. Dann heißt es jetzt, ich lasse dich bis daher. Oh Gott. Zwei Stück kann ich noch machen. Hurra! Jetzt kann ich wieder fünf machen. Noch mehr Hurra! Also ich habe jetzt 10. Hurra, hurra. Das Eisen, das ist nicht mehr da. Hurra! Jetzt kann man ja komplett singen. Wer hat es wohl weg? Ja, wer war denn das? Der muss nicht mehr ganz knusprig sein im Kopf. Der wurde jetzt ganz schön in die Eisen verballert. Ich muss jetzt halt wirklich genau gucken. 1, 2, 3, 4, 5. Also 5 Stück brauche ich noch. Das heißt, ich brauche davon 3 und davon 2. Daumen drücken, dass ich mich jetzt nicht verzählt habe. Okay, das heißt, du kommst raus. Das nimmst du dann da rein. Dann kann ich den mal loslegen lassen. So, das heißt, momentan haben wir eine Power von 1,7 Megawatt plus minus in der Produktion. Sagen wir mal in 10 Minuten. Da ist Produktion, haben wir ja meistens so 1,6 Megawatt. 1000 Stunden, 250 Stunden. Nee, also
Und das müsste ja jetzt, sobald der da oben anfängt, Dampf zu produzieren, gewaltig verbessern, weil es kommen ja 1,8 Megawatt dazu. Genau, jetzt haben wir 3,6 Megawatt und jetzt sind wir bei 2 Megawatt haben wir an. Ihr wisst schon. An Stromproduktion. Gott, mir fällt nicht mal mehr das Wort ein. Wo soll das nur hinführen? So, dann können wir mal die Grünalgen abgebaut, dann auch in dieses schöne Ding da reinhauen. Wir irgendwann ein Stahllager brauchen, um den Scheiß auch wegzukriegen. Da ist mir aber gerade alles relativ egal. So. Baue ich jetzt das gleich nach unten? Macht aber momentan keinen Sinn, dass ich das nach unten baue, weil ich kein Eisen habe. Außer Reichweite. Ja, ich weiß, dass mir meine, dass ich das Eisen aus meiner Reichweite ist. Das brauchst du mir nicht auf die Nase binden, Spiel. Das weiß ich selber. Okay. Das heißt, ich bräuchte ja jetzt, machen wir noch mal 10 Rohre. Wobei, nein, ich nehme da meine Stone Pipes. Ich habe meine Electrolyzer ja schon gebaut. Ich war ja schon mal wenigstens clever genug, das schon. Ups, nein, kann ich. Das zu machen. So clever war ich ja schon mal. Das heißt, darauf bin ich nicht angewiesen. Dann habe ich ja noch meine Steinpipes. Das heißt, du gehst da rein und du gehst da rein. Dann mache ich dich dahin. Glückwunsch. So. Dann habe ich wieder meine Steinpipes. Was war das jetzt wieder? Ich hab's vergessen. Ja. Gut. Doch nicht so ganz vergessen. Alles klar. Das heißt jetzt dann für mich, ich habe jetzt dann hier meine. Ich habe eine Stahlpipe. Warum habe ich eine Stahlpipe? Bin besoffen? Also für Kohle? So, dann gehst du dahin. Dann habe ich das. Dann gehe ich dahin und komme von da. Dann gehe ich mit meiner Pipe nach oben. So, und dasselbe Spiel machen wir jetzt auch hier. Halt. Bitte aber mit Stone Pipes. Das heißt, du gehst dahin. Kommst da raus. Nein, bis dahin. Ja, Mist. Also das muss ich dann jetzt erstmal im Übergang so machen. Jetzt laufen die dann auch voll. Hervorragend. Ich brauche auf jeden Fall einen Untergang. Ich möchte einmal Untergang bestellen, bitte. Ja, die werden wir dann gleich sagen, wird gleich geliefert. Ja, ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Aber ist mir egal. Braucht nicht funktionieren.
Wir stellen dich dahin. Ich weiß, dass dir Strom fehlt, also kommst du dahin. So, dann heißt es jetzt, wir brauchen nochmal zwei Greifarme. Und ich brauche nochmal das da. So, mir fehlt auch Strom. Anderthalb scheitert's. Ich scheitert natürlich nicht. Okay, aber jetzt haben wir schon wenigstens mal vier Stück laufen. Das heißt, unsere Produktion da unten hat sich schon mal verdoppelt. Nur wenn ich es ja richtig lang laufen lasse, schafft es ja nicht, den abzubauen. Also, das ist nur ein Knickarm. Ich könnte ja auch noch zwei hinstellen. Ja, wenn man sieht, es nimmt ab. Aber ich habe jetzt schon mal wenigstens meine Produktion hier verdoppelt, dass ich hier auch vernünftig was machen kann. Ja, und Landproduktion ist momentan, es ist zwar auch wichtig, aber nicht so wichtig. Das heißt, wir brauchen erstmal wirklich Material, weil wir, wenn wir nicht kein Eisen haben, können wir nicht das Zeug umsetzen. Aber wie gesagt, das muss ja weg, das kommt ja dann auch nach unten oder nach drüben, das weiß ich noch nicht. Also die da kommen jetzt, sollen ja alle dahin. Die Landfläche zu machen ist kein Problem, die habe ich. Haben wir es doch gleich. Dass wir es fertig haben. Okay. Also auf jeden Fall diese 8. Da unten. Also der da produziert ja schon gar nichts mehr. Der produziert noch was, weil der sozusagen die Reihe befreit. Also das heißt, das Arbeiten von den 8 ist 7. Durchgehend. Der produziert. Also produzieren geht er schon, aber ihr wisst selber. Was halt die Special-Frage ist. Beziehungsweise Sekunde, habe ich da noch einen Splitter einstecken? Habe ich. Kannst du mir das dann bitte auch so machen, dass du mir die Kohle bis ganz nach unten transportierst? Jetzt hoffe ich eigentlich, dass die Stromproduktion... Ja, genau. Fahr mal ein wenig spazieren. So eine Zeit lang hält... dass man das halt dann auch hier alles vernünftig bauen kann. Ja, wie gesagt, ohne Material. Einfach nur grauslich. So, kann ich mir eigentlich noch einen Sorting Belt bauen? Nein, weil ich dafür Stahl brauche. Und was brauche ich für Stahl? Richtig, dafür brauche ich Eisen. Und was habe ich nicht? Richtig, Eisen. Um Mäuse melken. Okay. Das heißt, wir brauchen jetzt eigentlich für die nächste, für das nächste Sorting Belt bräuchte ich jetzt 13 Stahl. Ich glaube, deswegen habe ich auch eine Stahlkiste gehabt oder so. Hatte ich mich nicht gewundert, dass ich Stahl irgendwo hatte? Das Schlimme ist, wenn ich mich gewundert habe, am besten habe ich es ja dann auch noch gleich irgendwo hingestellt. Er braucht eine Stahlkiste und elektronische Schaltkreise. Was brauchst du denn für elektronische Schaltkreise? Ah, okay, das ist das da.
Ah, nee, du brauchst die da. Ha, da hatte ich nur welche. Sozusagen 4 Stück. Das kann mir jetzt natürlich voll auf die Füße fallen, weil ich vermute mal, ein Modpack-Entwickler wird mir nicht umsonst Schaltkreise zur Verfügung stellen. Und dann kann ich sie nicht machen. Wobei, Moment. Nee, der braucht die hier. Der braucht die anderen Schaltkreise, der braucht die hier. Und die kosten mir, ja doch, die kosten mir auch elektronische Schaltkreise. Das heißt, ich brauche jetzt Solder und Basic. Ja, fröhliches Geklicke. Genau, da sind sie. Dafür brauche ich Zinn, Kupfer und Carbon. Okay. Und Tined Copper Wire, das heißt, ich brauche also Zinn und mandelndes Kupferkabel. Und Carbon. Und wie komme ich an Tint Copper Wire ran? Tint Copper Wire, das brauche ich Zinnplatten, genau. Und jetzt ist es dann mein Problem, dass ich ja dann das Zinn herstellen muss. Genau. Das heißt, ich brauche jetzt dann Zinn. Und wie stelle ich den nochmal her? Da habe ich mir das letzte Mal schon, glaube ich, den Kopf zermartet. Also das kriege ich immer noch nicht. Aber das kriege ich über den Mineralsludge. Also das heißt, wir müssen jetzt dann den Mineralsludge anfangen. Und Mineralsludge stelle ich mit dem Charcoal-Filter, im Slag Slurry und Purified Water her. Dann haben wir noch das. Das heißt, wir kriegen 50 Stück. Das heißt, ich kriege immer 2 Stück raus. Braucht der immer einen kompletten? Oder es verbraucht sich der? Ich noch nie sowas gebaut. Sulfuric Wastewater. Kann man Schwefel draus machen. Jetzt wisst ihr auch, warum, dass ich das Water Treatment haben wollte. Und das Mineral heißt Water. Können wir wieder verwenden, um die Geschichte anzutreiben. Aber ich werde beide immer laufen lassen. Also bis das keinen Sinn mehr macht. Und Purified Water kann ich wieder zurück schießen in diese Geschichte. Und die kann ich natürlich im Chemical Plant auch noch herstellen. Das heißt, ich muss 50 Stück investieren. Muss einmal 50 Stück investieren. What? Nochmal, ich brauche 50 Purified Water. 50. Und kriege dann 40 Sulfuric Wastewater raus. Und aus diesen 40. Nein, okay, ich brauche 100. Ah, alles klar. Ich wollte schon sagen, das ist doch. Ja, das heißt, ich brauche eigentlich 50, 100, 125 und kriege dann 70 raus. Ja, weil sonst wäre das ja ein Mobile gewesen. Ging mir gerade weit. Also, das heißt, Schwefel, mineralisiertes Wasser und Purified Water, wobei ich das Purified Water wieder sozusagen zurückführen kann. Oder wasten muss. So, und Slag Slattery, das ist genau, das ist jetzt dann im Liquefier. Nee, das. Was brauche ich dafür? Slag? Oder Crushed Stoned? Oder Fuel in the Slaughterhouse? Nein, Slag in the Slurry im Fass. Oh Mann. Also, das heißt, um Slag Slurry herzustellen, brauche ich Slag und Sulfuric Acid. Und Sulfuric Acid stelle ich her, indem ich Sulfuric Dioxidgas und Purified Water
Habe Purified Water ist Oxygen Gas und Hydrogen Gas. Okay, das müssen wir sowieso herstellen. Das brauchen wir für beides. Wollen die mich jetzt rollen? Wollen die mich gerade im Quadrat verarschen? Ich brauche Sulfuric-Dioxid-Gas. Da muss es einen zweiten Weg geben. Schwefelsäure. Wie komme ich an Schwefelsäure ran? Ich schätze mal, Schwefelsäure ist dasselbe. Nee, Schwefelsäure ist Angels Petrochemical Processing. Das ist auch Angels. Um Sulfuric Acid herzustellen, brauche ich Schwefelsäure und Schwefelsäure. Wellen. Mobile. Sulfuric, nee, also das kann es nicht sein. Also ganz ehrlich, das geht nicht. Ich kann doch nicht um. Wie komme ich noch an Schwefel ran? Ah, okay, ich komme. Ah, alles klar. Ich kann mit Hydrogen, Sulfidgas und Oxygengas Schwefel herstellen. Und dafür brauche ich das Viscous Mud Water. Ich habe doch gewusst, ich brauche das irgendwo. Das waren jetzt 10 Minuten Philosophien, was man alles braucht, um was herzustellen. Hervorragend! Ja, nee. Nee, aber das wird jetzt dann auch meine Produktion. Aber wie gesagt, was schon mal schön ist, ne, also wir haben jetzt momentan einen Verbrauch von 2,6 Megawatt, sagen wir mal, eigentlich im Schnitt 2,5. Plus minus, haben aber jetzt mittlerweile schon 4 Stück da dran. Das heißt, wir werden jetzt auf jeden Fall doppelt so schnell das Lag bekommen, das wir brauchen, um das Zeug herzustellen, dass mich an Material rankommt. Juhu, ich muss mich nicht mehr den ganzen Tag hinstellen, es reicht ein halber. Bin zufrieden. Ja, man freut sich über Kleinigkeiten. So, du kommst da rein. Du kommst da rein. Du kommst da rein. Nein. Und du kommst da rein. Okay. Und dann kannst du das da reinschmeißen. Also davon brauche ich mindestens 8 oder sogar 16. Weil ich das ja gerne so machen, dass ich ja diese 4 Stück aufteile. Also das heißt, ich müsste so viel Slack produzieren, dass ich drei Wege davon weggehe. Also einmal den Weg über das Material oder dann halt über das das komische Zeug, was wir jetzt gerade angeguckt haben. Einmal über Landmasse und einmal über Steine, weil die brauchen wir ja auch noch. Ich sehe da schon den Mod-Entwickler, der dann irgendwann mal sagt, ja, jetzt haben die viel Spaß gehabt und jetzt kommen noch Mobs dazu, die übers Wasser rennen. Da kann ich mich erschießen. Sehr gut. Nein. Ab und zu muss man sich schon fragen, warum, dass er das nicht nach oben abgibt. So, du bist außer Reichweite. So. Okay, dann schauen wir mal, was er jetzt bis jetzt in der Zeit produziert hat. Also meine Kohle wächst. Das ist schon mal sehr gut. Okay, man darf halt nicht vergessen, ich hatte noch sehr viel Woodbricks übrig, die ich halt, wenn ich rumstehe, so oder so produziere. Aber so viel verbraucht der nicht. Okay,
Man darf aber, man muss aber auch ehrlich sein, so schnell produzieren die nicht. Wir haben zwar jetzt eine Verdoppelung dessen, aber so schnell produzieren die trotzdem nicht. So, hier haben wir mittlerweile 16.000 von diesen Grünalgen drin. Also der hat sich für mich auf jeden Fall gelohnt. Auch wenn ich dann irgendwie auf andersweitig auf die Schnauze fall. Oh, der nächste ist ausgegangen, der zweite. Das heißt, wir sparen Strom. Ja, wir sind jetzt nur noch bei 1,8 Megawatt. Nee, aber ist halt so. Ja, das heißt, wir werden beim nächsten Mal uns auf jeden Fall dann langsam aber sicher um die Produktion von dem Zeug da kümmern. Wie gesagt, ich habe noch 4 einstecken, dann hätte ich wenigstens schon mal meine ersten 8. Gesagt, soll dann darunter. Wenn es nach mir geht, noch viel weiter rüber. Also ich gehe jetzt am liebsten bis hierhin oder so machen, dass ich noch weit genug weg bin. Aber Landproduktion geht jetzt halt gerade unter, weil, ne, habe ja gesagt, wir brauchen Material. Okay. So, wenn ihr noch Verbesserungsvorschläge habt oder Ideen habt oder whatever oder Kritik, dann schreibt es mir doch bitte unten in die Kommentare rein. Ich lese mir die auch wirklich durch. Und ja, ich würde mich freuen, wenn euch die Folge gefallen hat, dass ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Und für alle, die neu auf meinem Channel sind, den Channel abonnieren oder die, die es noch nicht getan haben. Natürlich nicht die Glocke vergessen zu aktivieren, dass ihr auch mitkriegt, wann neue Videos von mir online gehen. Und dann gibt es nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.